Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. Ja, Morgengrauen ist angebrochen. Wir mussten ja gestern und beziehungsweise in der letzten Folge noch ein bisschen ja, die Map regenerieren, sozusagen. Es gab ein Update von der Map, das ich gemacht habe. Und danach waren ja bei unseren Schafen wieder ein paar Bäume gewachsen, die ich eigentlich schon längst entfernt habe. Ja. Kann man halt nichts dagegen tun. Aber jetzt sind wir hier an Feld 19. Soja natürlich müsste da gepflanzt gewesen sein. Und das machen wir jetzt mal weg. Natürlich Soja. Und ich hoffe, dass wir in dieser Folge das auch alles hinkriegen. Das heißt, die anderen zwei Felder, die 17, ich glaube es war die 17 und die 30 auch noch zu ernten. Und wir haben natürlich hier jetzt Erntereife 3 erreicht. Das heißt, maximaler Ertrag. Das schlägt sich hoffentlich auch in einer positiven Ernte aus. Wir sollten hier eigentlich jetzt fast einen vollen Drescher kriegen. Hoffe ich doch zumindest mal. Und irgendwas hatte ich im Kopf, was wir uns noch besorgen müssen, glaube ich. Schafe wollte ich noch kaufen. Ja. Gucken wir mal, Ende der Folge, wie es da aussieht mit dem Geld. Ich könnte auch zwischendrin mal kurz die Wolle verkaufen, weil da gibt es, glaube ich, noch einen guten Preis dafür. Über 8000. Können wir nach dem Feld mal schnell schauen, ob das noch so ist. Und wenn es so ist, dann müssen wir halt noch kurz ein paar Schafe kaufen. Weil die Schafe brauchen eben nichts und der Ertrag ist sehr profitabel, ohne dass man was dafür tun muss. Deshalb, wenn ihr könnt, Leute, wenn ihr wirklich könnt, dann kauft euch Schafe. Also wenn ihr ein bisschen Geld über habt, rein damit. Gute Investition. Ihr müsst nur ein bisschen Heu, Stroh, Gras und Wasser aufwenden. Und bekommt eben Wolle raus. Ist eine nicht mehr endende Geldspritze. Oder Geldquelle. Nennen wir es mal so. Aber wir sind ja jetzt bei Soja. Und ich glaube, das nächste, was wir anbauen müssen, ist, glaube ich, Weizen, Mais. Oder, ja, nicht müssen, aber was wir anbauen werden. Voll gegen den Baum gefahren. Was an dieser Map auch gut ist, ist, wir sind immer noch, wir sind einfach schuldenfrei. Ja, ist auch eine hammergeile Sache. Ja, weil meistens will man dann größere Maschinen kaufen und dann hat man schnell einen Kredit an der Backe. Aber wir haben es irgendwie geschafft, hier schuldenfrei zu sein. Sehr coole Geschichte. Und wir haben schon einiges erreicht, muss man eigentlich sagen. Klar, wir haben noch keine neuen Felder gekauft oder so. Aber wir haben dafür super Equipment. Wir haben mit der Amazone Condor die größte Sämaschine, die es gibt. Mit dem New Holland 1090 den größten Drescher, den es gibt. Ja, sind alles so Sachen, die halt reinklotzen. Das sind alles gute Voraussetzungen dafür ein erfolgreiches Unternehmen. Ja, ich glaube, hier kriegen wir 50% oder so, kriegt man den Drescher voll. Aber für die Größe des Feldes ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht so gar ein bisschen über 50%.
46, komm. 50 wäre ein guter Ertrag, 50%. Ja, ist vielleicht sogar 51. 50. Und. Jawohl. Ich meine, klar, von den Prozent können wir uns wenig kaufen, aber es sagt halt was über den Ertrag aus. Ups. Erst sollte man vielleicht die Räder ausfahren. Zack, jetzt können wir es wegschmeißen. Kann ich hier jetzt einladen eigentlich? Obwohl. Ne, kann man nicht. Immer dran denken, dass man den Motor anmachen muss, das ist schon krass. Natürlich, im Auto ist es selbstverständlich. So, können wir da jetzt unten drunter durchfahren? Ja. Wir hätten nicht abladen müssen. Aber ich finde es halt gut, weil ich glaube, einen Drescher lädt man einfach fertig ab, wenn er auf einem Feld fertig ist. Sonst fährt er das Getreide hin und her. Das ist nicht so gut. So, wir koppeln gleich mal wieder das Mähwerk hinten an. Den Drescher noch ausmachen. Geh weg. Beziehungsweise auch mal ein bisschen auf die Seite stellen. Und ab zu Feld Nummer 30. Das werde ich jetzt mal euch mal als Timelapse reinhauen, bis wir fertig sind mit Feld 17. Bis später.
Da bin ich wieder. Und wir sind natürlich fertig mit der Sojaernte. Und das Gute ist, wir können ziemlich gut sagen, wie viel wir auch verdient haben. Da... Moment. Da unser Trailer mit 70.000 Litern voll ist und wir hier eben noch 3.700 drin haben, haben wir insgesamt ungefähr, ja, ich rund mal ein bisschen auf, 74.000 Liter, so ist es hier eingegeben, Soja geerntet. So, ich gehe mal hier gerade vor dir rüber. 74.000 Liter Soja zu einem Preis von hier ungefähr 3.000, vielleicht sogar höher. Ich vermute, ich habe hier einen falschen Zettel liegen. Das war meine Sosnovka. Ich vermute, ich habe hier gar keinen Zettel von dem Let's Play hier. Wie viel das Zeug hier wert ist. Oder es wurden auch in diesem Update auch die Preise angepasst. Was ich nämlich auch gemerkt habe, ist, es sind die Matschlöcher verschwunden. Das finde ich cool. Ja. Okay. Also, was wir auf jeden Fall sagen können, es gibt um die 3000. Wenn wir jetzt rechnen, wir haben 70.000 mal 3000. Dann kommen wir auf 210.000. Die wir hier mit dem Soja verdienen können. Jetzt ist die Frage, ob wir das Mähwerk hier richtig platzieren können. Beziehungsweise abstellen natürlich. Gucken wir mal. Eigentlich müsste ich das hinkriegen. Aber vielleicht auch doch nicht. Ja, doch, so ist gut. So ist okay. So, jetzt hauen wir hier noch die 3700 mal schnell rein. Das ging ja zuletzt. Aber vielleicht nur, wenn ich wirklich drüber stehe. Oh ne, geht auch so. Ja. Also 210.000 kriegen wir hierfür auf jeden Fall. Das ist ein satter Gewinn. Und darüber können wir uns nicht beschweren. Damit hätten wir fast den Drescher hier bezahlt. Was wir allerdings jetzt verschlafen haben, war... Naja. Über 8.000 Euro für die Wolle. Passiert aber. Motor ausmachen. Das haben wir verschlafen. Aber ja, passiert halt mal. So, das hier ist voll. Dann können wir den auch wegbringen. Motor anmachen. Dann können wir den auch wegbringen. Dann fährst du mal los vielleicht so. Wenn du Zeit hast. Oh, ich wollte eigentlich den Mähdrescher noch putzen. Das machen wir, glaube ich, noch. Ist nämlich ordentlich eingestaubt hier von der Erdente. So, und auskippen. Können wir gerade mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Düngen, pflügen müssen wir keines unserer Felder. Das ist schon mal von Vorteil. Was gibt denn hier 6.000? Saatgut. Wir können Saatgut herstellen und verkaufen? Ist doch Saatgut, oder? Dann sollten wir mal ganz schnell die Saatgutproduktion beginnen. Lass mal gerade gucken hier.
Was brauchen wir denn dafür? Seid gut, seid gut. Okay. Habe ich den Mod? Habe ich den Mod hier nicht drin? Ich dachte, ich hätte ihn reingemacht. Moment, wir schauen mal kurz. Die Aufnahme hat sich natürlich beendet. So. Und jetzt, lass mal gucken. Ganz unten war das, glaube ich. Dünger- und Zeitgutproduktion. Ja, natürlich, haben wir nicht drin. Stadt. Muss mit rein. Dann können wir nämlich gucken, was uns das bringen könnte. Ist dein Fahrzeug schmutzig, säubere es mit einem Hochdruckreiniger. Werden wir gleich noch tun. Sollte das Spiel hier irgendwann mal starten? Ja, klar, dann müssen wir, wenn das so lukrativ ist, 6.000 pro Liter. $6.000 sind ja ordentlich Batzengeld. Deshalb müssen wir gucken, ob wir Saatgut produzieren können. Aber vielleicht gucken wir erstmal, ob das wirklich Saatgut ist. Oder irgendwas anderes. Produktivität der Schafe niedrig. Ja, mir egal. Ne, das ist Dünger. Mit dem Blatt drauf ist Dünger. Egal. Aber für Dünger brauchen wir, glaube ich, Kühe. Ist das so? Trotzdem können wir gucken, was uns diese Saatgutproduktionsstelle denn kostet. Dünger 90.000. Flüssigdinger brauchen wir, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen für Flüssigdinger Gülle. Oh, ich muss mich mal irgendwie anders hinsetzen. Oh, nee, das ist gleich wie gerade eben. Naja, egal. Die paar Minütchen werde ich noch aushalten. Wir könnten mal gucken, wie viel Eier wir im Inventar haben. ein 50, ja, das lohnt sich nicht. Gut, also Dünger müssen wir produzieren. Das können wir irgendwann mal anfangen. Wir gehen jetzt erstmal kurz Equipment putzen. Und es ist so geil, dass diese Matschlöcher weg sind. Ja, die Reifen sind extrem schmutzig. Ich weiß, es ist völlig egal, wo du hinsprühst mit dem Teil hier. Schon sauber? Hier aber noch nicht. Ja, nicht so weit weg. Achso, der backt dann rum. Das ist eigentlich auch gut gemacht. Da kann ich da noch außen rum. Jo, sauber. Sauber, Mister.
Okay, ne, steige ein und fahre weg. Stellen wir wieder einfach mal hier rein. Das Silo hier wird man natürlich auch irgendwann mal füllen. Natürlich werden wir das tun. Aber das hat eben noch ein bisschen Zeit. Für heute. Heute machen wir das nicht mehr, wollte ich sagen. Der Tatra ist schon mal weg. Dann holen wir noch kurz den Drescher. Den müssen wir auch mal sauber machen. Dum-dum-dum-dum-dum. Achso. Mähwerk. Ja, komm. Nein. Nein, da aufs Mähwerk verzichte ich. Zum sauber machen. Ich muss sagen, der Mähdrescher hier mit dem Bandlaufwerk, das sieht aus, als würde er sich deutlich schneller bewegen. Ja, so ein Bandlaufwerk muss natürlich ordentlich gereinigt werden und auch danach gefettet. Generell ein Drescher, denke ich. Oh, ein bisschen. Vorhin übrigens Auto gewaschen. War auch mal wieder notwendig. Na, schon sauber. Ging ja flott. Also ist es halt, wenn man regelmäßig seine Fahrzeuge wäscht, dann muss man nicht immer so oft, so lange putzen. Aber das war es auch schon wieder heute von dieser Folge Landwirtschaftssimulator Baselmap. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns entweder in Minecraft City 2 oder bei der nächsten Baselmap-Folge. Kommt ja immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag. Bis dahin, haut rein, ciao.